Jo Leute, servus, grüß euch, willkommen zu diesem neuen Video. Da hinten seht ihr den Gößnitzkopf, fast 3100 Meter ist er hoch. Und wer kann sich die Rinn vorstellen, durch die der Lindi und ich aufgegangen sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, genau um das geht es in dem Video. Viel Spaß, bleibt dran. So, wir sind da jetzt da. Dann geht es einmal zur Lienzer Hütte und dann rapidi zappidi zuck 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 in die Gößnitzschartner. Und dann schauen wir, was wir da machen. Ah, das wird sicher gewaltig, wird das, gell? Gewaltig! Dreiviertelstunde Zustieg zur Lienzer Hütte. Den Weg kennt ihr eh von der Tour auf dem Glödis mit der Bianca. Da vorne ist sie, die Hütten. Da vorne Glödis. Und wir müssen noch irgendwo da rechts rauf. Gößnitztal, Eberfeurer Hütten. Genau, da müssen wir hin. Schon geil. Brutal, voll schön. Wahnsinn, ein Träumchen. Lindi, make a picture. Da unten ist die Lienzer Hütte, da sind wir jetzt hinaufgekommen. Richtig kitschig schön ist da. Schönes Gipfelkreuz oder Gedenkkreuz oder Bergmesskreuz, wer weiß. Direkt vor dem Glödis. Schön ist da, gell? Wahnsinn! Total! Da ist scheißegal, was ist und wer es bist, gell? Da herum lässt die Probleme, die da unten im Tal sind, die lässt er im Tal, die sind meilenweit weg. Wahnsinn. Kilometerweit weg, ein Traum. Da vorne ist wieder was angeschrieben, schauen wir. Mega! Da hat er ganz seine Dumme. Wunderschöne Gegend da, Träumchen. Rückblick aus dem ganzen Talkämmer her. Jetzt geht's da rauf. Nehmen wir so weit zur Gößnitzschartner. Jetzt stehen wir da herum mit zwei Hütten bei der Gößnitzschartner. Zwei sind irgendwas. 2737. Da drüben sind die Klammerköpfe. Von da hinten außen sind wir hergekommen. Da drüben ist die Glödisspitz, der Glödis. Und da vorne ist eine Biwak-Schachtel. Da schauen wir jetzt einmal hin. Die schauen wir uns an. Genau so schaut es aus. Und dann beratschlagen wir, was wir weitermachen. Geh! Gewaltig! Jawohl! Ja, so jetzt sind wir beim Gößnitz-Biwak. Einen wunderschönen guten Tag im Gößnitz-Biwak 5 Stern S. Wie Sie sehen, wenn du das Leben nehmen willst oder nehmen kannst, schwimmen kannst drüber.
Geil, Wetteck. Das machen wir, gell? So ist es. Sehr schön. Gewaltig. Und ein Wahnsinnstag. Ja, also wir zwei werden jetzt noch einmal schauen Richtung Gößnitzkopf auf, der ist da hinter uns. Ob wir den noch Bock haben. Keine Ahnung, wie der geht. Den schauen wir uns an, gell, Lindy? Ja. Rauf. Wann schon? Schauen wir mal. Schauen, wie er geht. Wir gößen ins Kopf. Geht schon. Oben kann es erst frisch werden. Ja, ja. Da liegt schon Schnee. Hilfe überall. Seidest du mit, oder? Jupp. Gewaltig, dann sperren wir uns auch. Hinten zu. Zu Barrier 5 Sterne S. Sehr schön. Let's go. Ein paar hundert Höhenmeter auf dem Gipfel. Schauen wir mal, was für Rinder wir auf machen. Oh, Alter, Pulver bis zur Nase. Gewaltig. Jetzt geht's da durch. Da rauf, da oben. Und dann auf den Lausbaum da rauf. Ja, da oben fliegt der Flieger, wenn man ihn sieht. Der ist noch höher. Und schneller. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit drängt. Wir müssen schauen, dass wir aufkommen und wieder runter. Genau so schaut es aus. Oh yeah! Thank you.
Ja, in dem Sinn, bergheil vom Gößnitzkopf, 3090 oder so, irgendwas ist der dort. Hinter uns seht ihr einen richtig geilen Kamm. Und zwar ist das, sind das die Klammerköpfe. Und da gibt es eine coole Rinn. Und den machen wir. Zumindest schauen wir es uns einmal an. Also, wir schauen es uns an und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr unbedingt hier sein, den Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, weil nachher kriegt ihr eine Erinnerung, wenn die geile Rinn da drüben in Angriff genommen wird. So schaut es aus. Ja! Ja, und wir nehmen euch jetzt noch ein paar Sequenzen vom Abstieg mit auf. Ein paar Panoramaaufnahmen seht ihr noch. Und unten, wir müssen leider im Biwak schlafen, weil wir haben uns von der Tourenplanung vertan. Es ist mittlerweile schon nach 15 Uhr, das heißt, wir würden in die Finsternis kommen. Und Gott sei Dank haben wir aber einen Schlafsack und alles dabei und auch einen Jausen, Gaskocher etc. Also wir werden in diesem Notfall nicht erfrieren oder Hunger leiden müssen. Gell? Zum Glück nicht. Genau. Falls noch wer kommen möchte essen, hätten wir noch für 6 Leute dabei, wenn es war. Genau so schaut es aus. In dem Sinn, viel Spaß mit den Abstiegssequenzen und Schlusssequenzen aus dem Biwak. Da vorne geht die Rinne auf. Rapidi zapidi zuck, zuck, zuck. Wow! Das wird ein Gaudi! Oh, da hat eine große Drück gemacht. Ja, bist ja auch ein großer Mensch. Ja, 45er werde ich schon haben. Gewaltig. Gewaltige 45er. Freunde der Blasmusik, wir sind wieder gut herunten angekommen beim Biwak, aber da brauchst du einen Helm. Da sind so kleine Menschen herin, da schlagst du einfach den Schädel an. Linde, wie war die Tour? Wir rasten alle miteinander, jetzt drängen wir mal schaumige. So schaut's aus. Also die Tour war richtig lässig, oder? Tipptopp, 45 Grad, Lawinensituation musst du beachten da rauf. Hat gut gepasst heute. Zustieg zum Biwak, 1100 Höhenmeter, auf dem Gipfel rauf 1400 und ein paar zerquetschte. Wenn ihr Fragen habt, unten eine in die Kommentare und wie gesagt, da drüben sind die Klammerköpfe, das probieren wir morgen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt jetzt einen Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, dann kriegt ihr Erinnerung, wenn es soweit ist. Vergesst ja nicht, dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Der Linde hat 2 hergegeben, ich kann nur einen hergeben, weil in der Hand, also in der Hand halte ich die Kamera. In dem Sinn, bergheil, bleibt geil, Bussi Baba. Und wir waren heute nicht im Bordell, auch wenn es in der Story er so gesagt hat. Aber es war gleich schön. Ha 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 ha.